Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns mal wieder im Ausland hier und haben heute eine absolute Sahneschnitte für euch aus dem 18. Jahrhundert, komplett eingerichtet. Deswegen drehe ich das Intro auch hier im Auto, denn der Ort soll auch noch lange so bleiben, wie er ist. Deswegen sehen wir uns, wenn wir drin sind. Bis gleich! Wir sind drin, wie versprochen. Wir haben die Scheune betreten, das Werkstattgebäude. Ich sehe schon. Oh, wie geil ist das denn? Das sieht mir aus nach alter Mühlausrüstung. Hier kommt man. Ach, das dreht sich sogar noch. Guck mal, wie cool. Ich glaube, das ist zum Kornschlagen, oder? Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier oben wurde dann das Korn eingefüllt. Hier wurde gedreht. Und dann wurde die Spreu vom Weizen getrennt, wie sagt man so schön. Vermute ich. Das hier. Ah, genau. Dieses ganze Konstrukt, was ihr hier seht, führt zu einem Wassermühlrad, was draußen ist. Das Ganze hier wird durch die Wasserkraft, also durch den Fluss nebenan, angetrieben. Hier sind noch mehr von den Maschinen. Die stammen vermutlich auch aus dem 18. Jahrhundert, wo das Ganze hier noch in Betrieb gegründet wurde. Das funktioniert auch noch. Die funktionieren alle noch. Ich bin beeindruckt. Geil. Ah, und hier ist sogar noch so ein alter Sack. Guckt mal, hier ist sogar noch Korn. Und hier ist es dann damals reingefüllt worden. Und hier ist das riesige Mühlrad, was sich dann damals durch das Wasser gedreht hat. Hinter der Wand hier direkt ist die Mühle. Also das Wasserrad. Sogar der alte Mühlstein funktioniert noch. Kann man drehen und dann schleifen. Und hier haben wir noch eine alte Wäschetrommel. Mit Wäschebrett, wie man es von ganz früher kennt. Egal wo man sich hindreht, man entdeckt hier immer was Neues. Zum Beispiel die Dinger hier. Was sind das? Oder, oh, guckt euch den mal an. Ach du Heilige. Der dürfte echt sein. Den hat man mal Lampen in die Augen gesetzt. Guckt euch das mal an. Hier haben wir noch einen Sattel gefunden. Und hier riesengroße Sägeblätter. Guckt euch mal an, wie groß die sind. Damit kannst du locker einen Mammutbaum durchschneiden. Mhm. Zu zweit, das sind ja Feuersägen. Ja. Ach, so eine Zweimann ist es, genau. Und hier haben wir noch ganz viele andere alte Werkzeuge aus dem 18. Jahrhundert. Das hier könnte eine Waage gewesen sein. Ja. Ja, die funktioniert leider nicht mehr. Wollen wir mal ein bisschen Wäsche machen hier? Mhm. Ja, drehen, drehen. Und hier, das wurde auch gerade entdeckt. Schaut euch das mal an. Eine alte Armbrust. Wie geil ist das denn? Legen wir die mal wieder zurück. Dann wollen wir uns mal vom Mühlenantrieb über diese nicht ganz vertrauenserweckende Treppe in die oberen Bereiche aufmachen der Kornmühle. Ach, da hängen schon direkt ganz viele Siebe, wie man sieht. Ich sehe einen Käfig. Aha, Taubenkäfig würde ich fast vermuten. Und hier sind die riesigen Bottiche, wo damals das Getreide eingefüllt wurde. Dann kam es nach unten. Ah, hier haben wir sogar noch was. Hier. Ich vermute mal die hier. Die kamen dann in diese grünen Dinger hier rein. Wurden durch die Mühlkraft zermahlen und sind dann in die unteren Etagen weitergewandert. Hier ist noch so eine Waage. Guckt euch das mal an. Und noch eine, den kleinen. Das ist ein riesen Mühlstein. Schaut mal, was wir hier noch entdeckt haben. Einen riesengroßen Blasebalg. Der konnte mal Luft machen, aber vom Allerfeinsten. Mhm. Und hier auf dem Boden habe ich gerade noch entdeckt. Ah, ein fetter Hammer. Das ist zum Butterstanzer. Ah, ein Butterstanzer. Zack, genau. Zack, genau. Zack. Daher kommt das Sprichwort wegbuttern. Vielleicht sogar hier drin, wer weiß. Eigentlich ist das eher so ein enges, wo es genau reinpasst. Den finden wir vielleicht auch noch und können das vielleicht auch noch euch zeigen. Mhm. Was er hier kann, weiß ich nicht. Könnte eine Presse oder sowas sein. Schauen wir mal. Ja. Uah. Ah, eine Presse. Okay. Ich glaube, die haben draus Fäden, also damit sie verflechten konnten. Stimmt, für Schnur und Seil herzustellen.
Umlenkrollen noch ganz alte, rostige. Was haben wir hier noch? Oh, das sind Hobel. Guckt euch das mal an. Holzhobel. Ja, alles sind Hobel. Ganz alt. Auch aus dem 18. Jahrhundert vermutlich. Mhm. Ich glaube, die hatten Pferde, oder? Was meint ihr? Hatten die Pferde? Das hier dürfte sogar noch Pferdemähne sein. Ja, das ist echt Mähne vom Pferd. Das sieht schon leicht gruselig aus, wie das da von der Decke hängt. Und hier haben wir noch mehr Wagen. Echt hart. Und das wurde vermutlich auch daraus geflochten, denke ich mal. Obwohl, das ist Rattan. Haben das wir noch? Nicht, aber ich vermute sowas. Oh. Säcke haben die selber gemacht. Ja, Säcke aus Getreide quasi. Weil guck, wie die zerfallen. Oh ja, der löst sich in der Luft auf. Ich finde an jeder Ecke was Neues, Spannendes. Ja, was ist das hier? Nicht mehr so schnell raus. Man kann hier dann drehen und schrauben. Aber hier kommt was irgendwas runter. Hier kommt was oder? Runter. Ja. Ey, das ist wirklich, wirklich spannend hier. Also Mäusefallen habe ich gerade auch schon gesehen hier. Mäusefallen, Rattenfallen. Weiter geht's nach oben. Nächste Etage. Eine uralte Kutsche. Mehrere Kutschen. Mit Schaukelpferdchen. Mit der Kutsche im Schlepptau. Und oben drüber wunderschöne alte Petroleumlampen. Toll. Hoffentlich bleiben die hier auch noch lange hängen und werden nicht entwendet. Ui, wenn die jetzt runtergefallen wäre. Zack. Ah, und da steht und auch noch eine. Ja, wenn das Ganze hier wirklich aus dem 18. Jahrhundert stammt, hatten die ja damals keinen Strom und mussten hier irgendwie Licht machen. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Wie makaber ist das denn? Da ist einfach ein Schwein drauf gespannt. Ist aber ein Plüschtier. Ja, ein Plüschtier, aber trotzdem. Wer macht das? Warum macht man das? Bah. Hier ein richtig, richtig alter Rechenschieber. Rakete entdeckt, Leute. Was hat die denn hier zu suchen? Oh Gott, hier sind überall Löcher im Boden. Vorsicht walten lassen. Und das hier? Ach nee, das ist ein Mixer, oder? Ach, das ist ein Mixer. Das sah von weitem aus wie eine Rakete. Krass. Und hier haben wir noch so eine kleine Kinderkutsche. Die müssen schon steinalt sein, die Sachen. Da haben wir so einen Kabelzug, der führt vermutlich nach unten, womit man, oh, ich muss ja echt aufpassen, irgendwo reinzukrachen, weil der Boden sieht nicht gut aus. Ah, hier ist eine Luke. Und über den Kabelzug kommt man dann damals die Sachen hoch und runter ziehen. So sind die Kutschen und so vermutlich auch hier hingekommen. Für die Mühle. Genau, man konnte wahrscheinlich auch auf die Mühle umlasten, dass man das Ganze hier per Mühlenkraft bewegen konnte und nicht selber kurbeln musste. Mit einem allerletzten Blick auf die wunderschönen Kutschen, den Rechenschieber, den Raketenmixer und den und die Seilwinde und diese wunderschönen Petroleumlampen gehen wir wieder die gruselige Treppe nach unten und als nächstes nehmen wir uns das Wohnhaus vor. Nochmal durch die Kornkammer, durch das Mühlwerk und weiter die Treppen runter. Aus der Mühle. Jetzt geht's Richtung Wohnhaus. Wir sind gerade aus dem Mühlenteil raus. Na, hier liegt ein toter Vogel. Und haben hier so einen schönen alten Tisch entdeckt. Hier steht auch irgendwas. Charles Couvert. Charles Couvert. Hm? Ach, schön. Schöne Mosaikbilder, Kachelbilder. So wie das damals wahrscheinlich hier gelaufen ist. Der hat hier den Sack in der Hand. Hier haben wir einen Korb mit Trauben und ein Wäschefass oder ein Mehlfass, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Wahrscheinlich auch alles Handarbeit. So, vermutlich ist das dann hier doch die Scheune. Die gucken wir jetzt auch mal von oben an. Und das eigentliche Wohnhaus, da sind wir dran vorbei. Da müssen wir jetzt gleich nochmal zurück. Anstatt hier Geländer gibt es hier Seil. Ach ja, das ist ein Hotel hier. Hä? Die Seite hier ist ein Hotel. Ja. Vorne war wahrscheinlich der Wohnbereich. Hier ist das Hotel mit Scheune. Und wir haben hier
jede Menge Holzschuhe und so. Aber wir gehen erstmal rüber, bevor ich diesen spannenden Teil hier euch zeige. Hier ist... Oh, schön, eine alte Lampe. Was ist das? Ein Ofen? Ein Ofen. Der sieht aber interessant aus. Konnte man sich was kochen oder so und sich warm halten dabei? Vermutlich, ne? Aber diese Gardine mit da dran. Guck dir die Tasse an, die ist cool. Richtig alt. Mhm. Auch wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Mhm. Genau wie das Bett hier. Guckt euch das mal an. Den Stuhl müssen die auch selbst gemacht haben. Das fehlt auch schon. Selfmade Stuhl. Ein richtig alter Aschenbecher. Leider schon gut zerstört. Schöner Krug. Und eine sehr alte Flasche. So, jetzt verlassen wir den Raum mit dem Bettchen und dem Ofen und dem Tisch. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich, wirklich spannenden Teil hier oben. An der Hotelschrift vorbei. An den Löchern vorbei. Oh, hier coole alte Holzschuhe. Holzschuhe, guckt euch das mal an. Wie geil. Oh, ich vertraue diesem Boden hier nicht. Man muss hier wirklich vorsichtig sein. Aber die Holzschuhe, guck mal, wie viele das sind. So eine alte Maschine hier, die lässt sich aber leider nicht mehr bewegen. Hier noch mehr Körbe, vermutlich auch alles hier selbst hergestellt damals. Schöne Rattankörbe, sehr schön. Ein riesiges Butterfass vermutlich, konnte man mal schwenken und noch ein kleineres davon. Um das zu zeigen, muss ich noch mal an den gruseligen Löchern vorbei. Boah. Creepy. Boah. So, jetzt wollte ich euch nochmal hier die versprochenen Butterfässer oder was das ist zeigen. Hier so ein Riesenkrug, vielleicht für Flüssigkeit oder so. Und dann hier Sahne vielleicht. Butter. Ja. Und dann dieses riesige schwenkbare Ding hier. Ach, das geht sogar noch. Ach, hopp. Okay, konnte man so drehen. Und dann war da wahrscheinlich irgendwas drin, was man rauskippt. Und da wäre noch eins. Dann noch ein kleines Madonnenbild. Und, oh, geil. Eine alte Uniformjacke. Das könnte doch Erster Weltkrieg gewesen sein, oder? Was meint ihr? Kleine Feuerstelle mit Teekesselchen. Noch mehr schöne alte Bilder. Ein Jesuskreuz. Und jede Menge alte Flaschen. Egal wo man hinguckt, überall findet man was Neues. Hier sind richtig, richtig alte Mützen. Gehen wir nochmal einen Raum weiter. Boah, hier sitzt direkt einer. Boah, geil. Ein richtig alter Kinderwagen. Guckt euch das mal an. 18. Jahrhundert. Haut hin. Eine schöne alte Wiege. Und ein wirklich gruseliges, altes Kinderbett. Mit schönen Vorhängen noch dran. Und dann hier wieder Jesusbilder und eine Statue. Hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist unglaublich. Hier ist noch eine alte Nähmaschine. Mit einer... Was ist das? Eine alte Kette oder sowas. Kennt ihr das hier? Ein Nachttopf? Ein Nachttopf für Kinder, wo man damals ein Geschäft erledigt hat, weil es ja keine Toiletten im Haus gab. Wir haben auch tatsächlich nicht eine Toilette bisher gefunden. Und hier haben wir noch einen Nachtspeicherofen. Den habe ich eben auch nicht gesehen. Hier wird dann über Nacht Feuer gemacht, damit man sich auf den Popo abfriert. Ich habe euch ja gerade einen kleinen Nachttopf schon gezeigt. Hier haben wir noch einen groß mit Halterung. Da kannst du dich richtig draufsetzen, das ist quasi eine Toilette. Wie geil ist das denn? Zum Glück nicht voll. Dann konntest du dich hier wie auf eine richtige Kloschüssel draufsetzen, dein Geschäft erledigen, Deckel zu und dann am nächsten Morgen konntest du es rausbringen und rausschütten. Oder aus dem Fenster, wie es manche gemacht haben. Wir wollten gerade runtergehen, da wurde mir hier noch was gezeigt. Dieses ganze Ofenbesteck hier, was hier noch hängt. Ein alter Blasebalg, ein Teekesselchen und noch ein Töpfchen.
Oh, und ein Nachteisen, oder? Nacht oder Waffel. Keine Waffeleisen, ja. Das ist ein Waffeleisen. Ja, oh, da kann man eine Waffel drin machen. Ja. Ah, und hier sind noch ein die Halstuch. Stoffe. Vielleicht auch selbst hergestellt, wer weiß. Ein Halstuch. Was haben die hier noch? Hier haben wir auf jeden Fall ein Plakat von 1935. Aktuell kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg, 1934. Oh. Das hätte ich nicht anfassen dürfen. Das ist eine Unterhose. Ja. Noch ein paar kleine Fotos hier gemacht. Jetzt geht's wieder runter. So, nochmal durch den alten Mühlenbereich. Wollen wir mal schauen, ob wir hier noch den Wohntrakt finden. So, wir betreten die alte Küche mit einem richtig schönen, riesigen alten Gasherd. Hiermit wird er wohl an. Funktioniert nicht mehr. Haben wir hier noch Gläser in den Schränken. Die alten Spülbecken schon voll zugeranzt. Alte Waschmaschine. Oh, und ein Kühlschrank. Wollen wir mal reinschauen? Er ist schwarz. Boah. Fleisch. Oh Gott, nee. Boah. Boah. Leute, Leute, Leute. Ekelhaft. Und hier geht's gleich in den Keller. Nee, das ist nur so ein Kellerräumchen, eine Abstellkammer. Und hier haben wir noch so einen richtig schönen alten Ofen. Schöner alter Kamin. Toilette. Ach, hier gibt es eine echte Toilette? Ja! Mit Spülmittel rein. Echt wahre Toilette. Und da hat auch jemand sich verewigt und ordentlich reingeschmettert. Boah! Ne, das ersparen wir euch. Okay. Wir haben mal Obdachlose gesucht. Ja. Ein altes Büro. Hier noch ein altes Bett mit Ofen. Noch eine Matratze. Oh Gott, hier würde ich auf jeden Fall nicht mehr schlafen wollen. Schwarzschimmel vom Feinsten. Man riecht's auch. Dazu noch ein Ofen, wo auch aktuell recht frisch Feuer gemacht wurde, wenn ich das richtig sehe. Hier hat wohl vor kurzem noch jemand übernachtet. Hier sind noch Dosen. Marmelade aus Russland. Okay. Und ein wirklich alter Ofen. Also teilweise sind die Sachen ja aus dem 18. Jahrhundert und teilweise ein bisschen moderner. Geht das Wasser noch? Ja, abgestellt. Sogar hier haben wir noch was Altes gefunden. Einen schönen alten Kleiderhaken. Schalter sind alt. Schalter sind alt und dieser Kleiderhaken auch. Kleinen alten Klickfinger. Dann werden wir jetzt auch mal wieder den Rückweg antreten. Und in der schönen alten Küche hier beenden wir auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.